Ahoi, meine Lieben, willkommen am Deutschlandkurier-Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Warmer Abriss in einem Flüchtlingslager, hätte ich beinahe gesagt. Aber es sind ja zum großen Teil gar keine Flüchtlinge, sondern Migranten. Also warmer Abriss in einem Asylantenheim trifft es auch nicht, weil es sind ja auch zu einem Großteil keine asylberechtigten Menschen, sondern wie gesagt Migranten, die sich bei uns ein besseres Leben erhoffen. Wie auch immer, also warmer Abriss irgendwo auf der griechischen Insel Lesbos. Der griechische Ministerpräsident hat kurzerhand den Ausnahmezustand erklärt auf der Insel. Und ich war ja mit dem Stefan Bauer im Frühjahr auch auf Lesbos in genau diesem Lager. Schauen wir doch mal kurz rein. No passport ID. Where's your passport? No passport. Passport. Yeah, why? And because you. Go and. The sea. No. Passport in the Bahar, in the sea. Dass die aber auch immer ihre Pässe verlieren müssen. Ne? Liegt wahrscheinlich daran, dass man mit Pässen nicht telefonieren kann und auch nicht im Netz surfen. Interessanterweise brannte es, als ich seinerzeit auf Lesbos war, auch, und zwar in einer Unterkunft für Migranten. Als Täter wurden verdächtigt sofort klar die bösen griechischen Inselbewohner, die ihre Geduld mit den Migranten schon lange verloren haben, doch dazu gleich mehr. Aber ganz, ganz große Überraschung, die waren es nicht, natürlich nicht, sondern es waren wieder einmal die üblichen Verdächtigen. Auch der aktuelle Fall riecht stark nach Brandstiftung. Wir kennen diese Fälle ja auch aus Deutschland. Längst legendär der Fall Nutella. Ihr werdet euch erinnern, die Nuss-Nougat-Creme ist ausgewiesen. Da gab es Streit und zack, stand auch schon die gesamte Unterkunft in Flammen. Es gab einen Millionenschaden. Und diesmal, tja, meine Lieben, was könnte der Grund für einen warmen Abriss? Und ich würde darauf wetten, dass es einer war, gewesen sein. Ein Versicherungsbetrug, der Klassiker beim warmen Abriss, wird es wohl nicht sein. Aber ja, Mensch, Leute, es ist doch ganz einfach. Die Jungs wollen raus aus dem Lager. I need go in Germany. I want to go in Germany. Go Germany, passport, ID, go Germany. Ein Erpressungsversuch also. Und das Fatale, der klappt auch noch. Armin Laschet, der Innenminister von Nordrhein-Islamien, hat direkt gesagt, ich nehme 1000 Migranten, ich glaube, er sprach von Flüchtlingen, auf. Leider wird er sie nicht bei sich zu Hause aufnehmen, sondern wird sie verteilen, damit. Und selbst Bild, die es eigentlich besser wissen müsste, fragt, wie viel Leid können diese Menschen noch ertragen, und fabuliert, zum zweiten Mal alles verloren. Nochmal, liebe Bild, was heißt denn hier, wie viel Leid können diese Menschen noch ertragen? Es deutet alles darauf hin, dass sie es selber abgefackelt haben. Genau, schreibt Bild. Vorangegangen waren Unruhen unter den Migranten, weil das Lager seit voriger Woche nach einem ersten Corona-Fall unter Quarantäne gestellt worden war. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass die Zahl der Infizierten bei 35 liege. Einige Infizierte und ihre Kontaktpersonen, die isoliert werden sollten, hatten sich hingegen geweigert, das Lager zu verlassen und in Isolation gebracht zu werden. Ob die Brände von Migranten oder Inselbewohnern gelegt wurden, blieb vorerst unklar. Die Migranten, die laut Bild das Feuer nicht selbst gelegt haben könnten, das sind die Migranten, die die Feuerwehrleute, die das Feuer löschen wollten, mit Steinen beworfen haben. Also wie viele Belege brauchen wir denn noch? Bild schreibt weiter, viele der 12.000 Migranten und Flüchtlinge, schon gut, dass Bild jetzt inzwischen auch einen Unterschied macht, flohen in die umliegenden Wälder und auf Hügel.
Andere machten sich auf den Weg in die Inselhauptstadt. Ja, da haben die gerade noch auf diese Jungs gewartet. Stellenweise sollen sich ihnen Inselbewohner entgegengestellt haben und ihnen den Weg versperrt haben. Ja, natürlich, natürlich. Ich komme da gleich noch zu den armen, muss man wirklich sagen, zu den armen Inselbewohnern. Bild schreibt weiter, Spannung habe es in Moria immer gegeben. Wegen der Corona-Problematik sei die Situation nun regelrecht explodiert, das sagt der Bürgermeister. Als ich im Frühjahr da war, habe ich mit einigen Inselbewohnern gesprochen, meine Lieben, und ausnahmslos alle lehnten die Migranten ab. Warum? Ja, zum Beispiel, weil die griechische Kirchen geschändet haben und nicht nur einmal, weil sie den Bauern Tiere geklaut haben, zum Beispiel Ziegen. Dann haben sie die getötet. Ihr wisst, wie Halsschnitt bei lebendigem Leib. Es wurden Jahrhunderte alte Bäume gefällt und verbrannt. Also man kann es sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Wie gesagt, hier demnächst auf diesem Kanal. Ich habe da diverse Interviews geführt. Also es klappt nicht. Es klappt da nicht. Es klappt bei uns nicht. Es klappt hier nicht. Es klappt nirgendwo. Was ist die Lösung? Wir brauchen dringend eine vernünftige Lösung. Und ein Lösungsvorschlag kommt wieder einmal, ein vernünftiger Lösungsvorschlag kommt wieder einmal von der AfD, von dem Bundestagsabgeordneten Jan Nolte, ehemaliger Bundeswehrsoldat. Er sagt, schaffen wir endlich Aufnahmezentren außerhalb Europas. Migration darf nicht durch Gewalt und Brandstiftung erzwungen werden. Ja, da hat er recht, der schöne Jan. Und das können wir so stehen lassen. Da wäre schon mal verdammt viel gewonnen. Hau die rein, macht weiter und bis später.